Servus, willkommen auf dem God's Rage-Kanal. Ich habe hier meinen jungen Kollegen dabei zum Probetraining, den 14-Jährigen von Johannes Lukas gescoutet. Und heute stellen wir mal unsere auch? Subs vor. Ja, warum nicht? Ist doch scheißegal. Haben da niemanden gefrontet, ne? Okay. So. Willst du deins zuerst vorstellen? Deins geht schneller, denke ich mal. Mein Pre-Workout, Servus auch erstmal mal an alle. Mein Pre-Workout ist eigentlich ganz simpel. Ich nehme mir die normale Dosis Valhalla, da müsst ihr mal ein bisschen schauen. Ich habe hier einen anderen Löffel drin, ne? Weil damit haben wir jetzt genau die 25 Gramm. Nehmen wir noch was vom Valhalla Pump, in dem Fall ein Brocken. Passt sogar, guck mal. Oh. Nicht wundern, das ist automatisch so, dass es klumpt. Das ist von der Hygroskopie, das heißt, es ist die Fähigkeit der Inhaltsstoffe, Wasser aus der Umgebungsluft zu ziehen. Deswegen nicht wundern, euer Booster ist nicht schlecht, den könnt ihr ganz normal weiter nutzen, das ist eine natürliche Eigenschaft. Dann haue ich mir hier noch 15 Gramm ERAs mit dazu und dann ist mein Pre-Workout eigentlich auch schon fertig. Und dann würde ich sagen, gehe ich mir jetzt ein bisschen Wasser holen, mische den an und übergebe einfach mal das Wort an meinen schicken Kollegen. Bis gleich. Ihr seht hier einmal den Valhalla Pump und dann habe ich hier nochmal Citrullin-Arginin einzeln. Einfach, um nochmal die Komponenten zu verstärken. Glutamin, ganz, ganz wichtiges Sub für mich. Ich habe eine sehr empfindliche Verdauung. Und das ist auch ein kleiner Tipp an jeden da draußen. Wenn ihr öfters mal Booster-Schiss bekommt, 10 Gramm Glutamin reinpacken und ihr habt diese Probleme nicht mehr. Klatschen wir das einfach alles mal zusammen. Ich habe jetzt leider noch die Kapseln, Citrullin, weil das normale Pulver aus war. Aber... Lach nicht! Das auch nicht schlecht, weil das ganz genau 1 Gramm ist. Das heißt, das kann ich gut dosieren. So, nehmen wir einfach mal 5 Gramm extra. Dann nehme ich die Waage vom Mo. Ja, eine Portion. Arginin, 5 Gramm extra. Und zu guter Letzt das Glutamin, damit wir kein Dünnschiss bekommen. 10 Gramm und ihr seid safe. Ich gehe das jetzt auch kurz anmischen und dann sehen wir uns beim Training. Also ich möchte mal anmerken, dass das einfach viel zu früh ist um diese Uhrzeit und wollte mich einfach mal beschweren. Sonntagmorgen, wir haben gefühlt 6.30 Uhr. Das sind Arbeitszeiten, ne? Ey. Das am Sonntag, ja? Nee, dafür müsst ihr mal extra bestellen, ja? Morilla 10 und? Leon Rocky. Ja. Mit einem Y am Ende. Das will ich alles machen um die Uhrzeit. Danke. Wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen Rücken trainieren, euch da ein bisschen mitnehmen. Wir werden ganz leicht unterschiedlich voneinander trainieren, wegen der Zielsetzung. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, ich bin ja mehr im Kraftsport- und Strongman-Bereich tätig. Der Leon ist ja mehr Bodybuilding. Wir werden doch so, ich habe mich eher ein bisschen breitschlagen lassen, dass wir einigermaßen zusammen trainieren. Da ich aber eigentlich in der Wettkampfvorbereitung bin, werde ich mich ein bisschen separieren. Seht ihr dann alles mit dem Video. Wir werden euch wieder mal ein paar Sachen erklären. Ein paar dumme Kommentare einstreuen. Wenn ihr dazu auch noch Fragen habt, dann schreibt ihr einfach hier unten mit in die Kommentare. Schreibt uns direkt an, wie auch immer. Unser Technik wird hier dann irgendwo auch noch das alte Brusttraining verlinken. Und dann nutze ich gerade mal die Chance, auch schon mal eine Frage dazu zu antworten. Es war dann nämlich vom alten Brusttraining noch eine Frage. Sind 22 Sätze Brust zu viel? Nicht pauschalisierbar. Wenn du 22 Sätze lang nicht mal ansatzweise ans Muskelversagen kommst oder an deine eigentliche Trainingsintensität, dann sind 22 Sätze Brust immer noch zu wenig. Ja, wenn du allerdings dann schon gescheit trainierst, ins Muskelversagen mit Progression 80-90% von der One Rep Max, vielleicht auch 95%, sind 22 Sätze Brust auf jeden Fall zu viel. Ich persönlich würde euch empfehlen, so 8 Sätze Brust zweimal die Woche mit einer gescheiten Intensität zu ballern. Sagst du ja, oder? Reicht. 22 Sätze Brust sind zu viel, sag ja. Das ist auf jeden Fall zu viel, ne? Ja. Es sei denn, ihr seid aggressiv auf Stoff. Ja, dann kann man es vielleicht noch verkraften. Selbst dann nicht, glaube ich, bei den meisten. Ja. Das stimmt. Oder die Trainingsintensität ist halt so lasch, dass jetzt 22 Sätze auch nicht reichen, aber dann. Wobei Markus Rühl hat gesagt, er hat auch 20 Sätze Bankdrücken gemacht. Ja. Ne? Hast du mal gesehen, wie der Bankdrücken macht? Also, das ist ja kein Bankdrücken. So. Kann ich mir direkt mit dem Cuttermesser alles abschneiden da oben. Ah, ja. Ich habe schon gesagt, wir trainieren jetzt ein bisschen Rücken. Ja, machen wir uns erstmal ein bisschen warm. Schon ein bisschen was erzählt, das heißt, wir können eigentlich direkt loslegen. Ja, Mann. Wenn du Bock hast. Willst du noch was sagen? Let's go! Ja. Ich bin jetzt gespannt, wie einfach er den ganzen Turm
20 Wiederholungen weghauen wird. Dann wird es auch kaum hinauslaufen. Ich muss sagen, dass das erste Mal ich diese Mac-Griffe benutze und die sind wirklich gut. Ne? Mo, du feierst die nicht so, ne? Ich finde es einfach. Ich habe ein krasses Muskelgefühl, sag ich dir ehrlich. Ein krasses Muskelgefühl. Oh, ja, ich habe ein krasses Muskelgefühl. Naja, für euch ist nicht so wichtig, ne? Aber für Bodybuilder ist schon wichtig. So. Nee, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit welchem Griff ich jetzt benutze, wirkt das jetzt nicht sonderlich krass auf mein Muskelgefühl aus, um ehrlich zu sein. Also ich kann das jetzt mittlerweile nach 12 Jahren schon so einigermaßen ansteuern, wo das halt hin soll, egal mit welchem Griff, ob das jetzt ein Oldschool-Parallelgriff ist oder ja, halt wir sowas. Wir reden jetzt hier von Feinheiten, ne? Ist jetzt ja, nicht so, wie ja, jetzt, ob ich normal mache mit eng, dass ich kein Muskelgefühl habe. So. Ja, aber ich sag, ich finde die halt ein bisschen extrem rutschig. Ja? Ja? Also das merkst du, wenn da mal ein bisschen Gewicht drauf ist. Ja, okay, das kann natürlich sein. Muss ich gucken, welchen Arbeitssatz gemacht habe. Hier hast du auch eine Schwungblockade. Du kannst keinen Schwung nehmen und das den Kopf an aus. Du musst den Kopf. Nee, bei mir ist eh der Latt so dominant, ich ziehe alles in den Latt. So, wenn ich mich nicht 100% auf den Trapez konzentriere, dann ziehe ich immer in den Latt. Bei mir genau andersrum. Ne? Ich drücke auch aus dem Latt. Ja? Ja. Kannst du später mal gucken, ich habe in meinem Leben noch nicht einmal Nacken trainiert. Ja? Ja. Ja, aber du machst ja viel, du hebst ja, du machst Farmers Work und so weiter. Ja, aber erschreckend wenig. Mache ich jetzt auch noch mal schnell einen Aufwärmsatz. Ich mache das allerdings ein bisschen anders. Ich habe gerade beim Leon gesehen, der hält die Spannung auf dem Latt. Ich nehme bewusst die Spannung raus und dehne und lasse die Schulterblätter noch mal mit hochkommen. Und der erste Teil meiner Bewegung ist auch dann, dass ich die Schulterblätter erst wieder runterziehe und dann die Zugbewegung einleite. Mache ich aus dem Grund, dass ich mich auf die Klimmzüge vorbereite. Gibt mir ein besseres Gefühl und kann euch auch unter anderem beim Impingement-Syndrom helfen oder generell bei Schulterschmerzen. Probiert es einfach mal aus, ich zeige euch das gerade mal kurz und dann geht's weiter. Ich habe schon gesagt, ich glaube, ich schaffe auch den ganzen Turm. Ja, ich bin jetzt fertig mit Aufwärmen, ich mache jetzt mal meinen Arbeitssatz. Ne? Aber fühle dich nicht angegriffen. Schade. Das dachte ich so in einer Übung vielleicht, so weißt du. Aber okay. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass du so viele weghaust. Also ja, ich habe jetzt so 145, 150 Kilo, je nach Zustand. Ja. Körpergewicht. Wie viel beugst und hebst du? Drücken habe ich ja schon oft gesehen. Ja, ja, genau. Drücken so 245. Heben, beugen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich dir nicht sagen. Also ich hebe jetzt meistens mit so einer Axel. Also so Fat Grip, 5 cm Durchmesser hat das Ding. Quasi so wie die Hantelstangenaufnahme, so dick ist die. Einmal, weil es eine Strongman-Disziplin ist. Ja. Und für die Griffkraft halt, ich mache das ohne Zughilfen und sowas. Und ich hatte eine OP, 2019 oder sowas, die ging leider nicht so gut aus. Und seitdem habe ich massive Probleme mit dem unteren Rücken, was Muskulatur und Nerven angeht. Bandscheibe oder was? Nee, im Darm war das damals. Ach so. Ist wie ein Hexenschuss, musst du dir das vorstellen. Ja, das war jetzt also, es sind glaube ich schon über 50 Stück gewesen, in Anführungszeichen, seitdem. Summiert sich, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig und habe halt dann nur was auf dem Wettkampf. Da probiere ich das dann halt, da waren es jetzt 300 mit dem Elephant Bar Adapter gehoben und gebeugt, muss ich dir sagen, ey. Keine Ahnung. Machst du nicht auf Max? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Wenn es geht, dann mache ich so 5x5 oder sowas, ne? Aber kann ich dir jetzt echt nichts zu sagen. Ja, Beine sogar, hauptsächlich Laufdisziplin und ansonsten so ein bisschen Bodybuilding-Volumengepumpe. Mm. Ja, weißt du, so Stumpenpumpen. Bisschen fit, bisschen fett habe ich schon gesehen. Ja, natürlich. Wichtig. Da steckt jede Menge Geld drin. Ich sag dir, wir machen den ganzen Turm. Schöner Warm-up. Lass mich hier nicht unterkriegen. Freundschaftliche Konkurrenz. Machen wir ein paar Klimmzüge. Ja.
Ich sag dir, ich hab keine Ahnung. Mach doch erstmal 10 Minuten Pause mit dem Powerlifter. Dann schaffst du vielleicht noch ein paar mehr. Nee, ich mach jetzt kurze Satzpause. Und dann gucken wir, ob ich zwei schaffe. Auf. Also ich hab 10 gemacht. Oh. Aber du hast auch den engen Griff gemacht, ne? Du hast auch den engen Griff gemacht. Das ist ja auch. Ich halt jetzt breit auch noch mal aus dem Bizeps gezogen. Aus dem Bizeps gezogen. Spaghetti-Ärmchen. Dir gäb ich. Wie viel hast du jetzt gemacht? 3 oder so. Aber ich bin auch nicht rausgegangen voll. Ausreden, ne? Ja. Hättest du schon mal einen Arbeitssatz gemacht dann? Ich spare mir die Kraft. Okay. Das ist meine Ausrede jetzt. Okay, offiziell. Okay. Muss ich kurz überlegen. Er spart sich die Kraft. Wow, ich bin schwer beeindruckt, ja. Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage. Warum Klimmzüge und nicht Latzug? Weil es mir in dem Fall jetzt gar nicht direkt um den Muskel an sich geht, sondern eigentlich um die Bewegung. Ich trainiere die Bewegung vollumfänglich mit allem, was dazugehört. Bizeps, Lat, Teres Mayo ist das ja, glaube ich, hier, ne? Der über dem Lat direkt in der Achsel. Und alles an kleinen Hilfsmuskeln, hintere Schulter, damit ich die Strongman-Disziplinen wie zum Beispiel Stone und sowas besser bewerkstelligen kann. Aber würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Klimmzügen und Latzug? Definitiv. Weil es ist ja eigentlich dieselbe Übung, nur dass du dich da hochziehst und dass du hier was runterziehst. Ja, mit dem Latzug kannst du aber vermehrt einen Lat und das Ding in der Achsel, ich vergesse den Namen, als ist ja nicht der Lat. Teres Mayo. Ja, danke. halt besser ansteuern. Ja. Ne? Und halt die Bewegung auch deutlich kontrollierter machen. Du siehst ja, ich ruck. Ja, genau, drin, das ist, ne? Das Ding so. Ich habe quasi zwei Phasenbewegungen aus verschiedener Muskulatur. Und beim Latzug kannst du das halt genau da ansteuern, wo du halt hin willst. Ja, genau. Bei Klimmzügen halt deutlich schwieriger. Deswegen trainiere ich da die Bewegung und am Latzug quasi den Muskel. Also du machst beides? Gezielt, ja. Okay. Genau. Cool, ja. Muss aber jeder für sich selber dann entscheiden, ne? Ja. Ja, ich habe zum Beispiel kein Muskelgefühl bei Lat, sag ich dir, also bei Klimmzügen. Nee, ich auch nicht groß. Ich trainiere es wirklich nur für die Bewegung und für die Allgemeinkraft. Ja. Ne, für diese Allgemeinentwicklung, ja. Aus dem Kraftsport einfach. Ne. Fürs Bodybuilding würde ich Klimmzüge auch als suboptimal bezeichnen. Ja, genau. Weil da ist man selten so stark, dass du wirklich den Muskel, den du halt genau haben willst, ja, genau, richtig ansprechen kannst. Du musst halt immer noch ausbalancieren, ne? Kannst ja, dich nicht perfekt definitiv auf die Muskulatur konzentrieren. Aber ich kann nicht so viel schwingen. Ich halte meine Hand hier dran. Ja, genau. Damit du dich jetzt nicht selber ausnutzt. Ja, genau. Nicht, dass ich bewusstlos liege, muss man Notarzt rufen. Kennst du sowas? Drop? Ja, wenn man die Übung dann doch nochmal richtig machen will. Ne? Ich hoffe, jetzt für den Schwung. Okay. Aber du hast recht, man rutscht ab bei hohem Gewicht. Hatte ich eben gerade auch. Also, geoutfluenced, Mac-Griffe. Würde ich nur für High Reps nehmen, ganz ehrlich, ja. Also für schweres Gewicht, da rutscht man ab. Das ist wirklich so. Wie weiß man, dass dir einen was Richtiges erzählt? Ich denke mal, dass die meisten unterschiedlichen oder dass so viele Philosophien auf dem Markt kursieren, ist halt einfach, dass sie auf ihre eigene Art und Weise in irgendeiner Art doch funktionieren. Am Schluss läuft es halt immer auf zwei verschiedene Sachen raus. Ne? Habe ich beim letzten Video auch schon mal gesagt.
Das ist die Anatomie, der Faserverlauf und die Progression der Sache. Wie du Progression erreichst, ob jetzt durch Wiederholung mehr, durch mehr Gewicht, durch eine langsamere Ausführung, also Time Under Tension, das funktioniert alles in gewisser Art und Weise. Ja, für den einen besser, für den anderen schlechter. Am Schluss musst du das immer für dich selber rausfinden und dir dein eigenes Bild machen. Aber was man halt nicht außer Acht lassen sollte, ist, wie gesagt, ganz wichtig, die Progression und die anatomischen Grundvoraussetzungen. Ich kann das nur immer wiederholen, auch wenn die meisten jetzt schon wieder kotzen. Aber daran erkennt man halt eigentlich, ob das sinnig ist oder nicht. Ja, und halt sehr allgemeine Frage, deswegen kann ich das gar nicht speziell aufführen. Aber wie gesagt, hinterfrag das einfach immer ein bisschen. Ja, alles, was immer funktionieren wird, ist Progression. Immer. Egal in welcher Art und Weise. Weil Antioxidantien vorm Training, weißt du ja, langfristig mTOR, kann es blockieren, kann ja, Wachstum ein bisschen einschränken. Omega-3. Das ist ja auch ein Antioxidant. Ja. Natürlich macht es keinen großen die Unterschied. Die drei Omega-3-Kapseln. Natürlich so, nicht, aber mein Monk rastet da komplett aus. Weil ich verstehe es, wenn du jetzt sagst, okay, NAC oder Kurkumin vom Training, aber das jetzt reicht, so Omega-3. Da keine Vitamine, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ich habe auch, hab auch mein Multi genommen heute Morgen. Ja, ich krieg da einen Flipper. Ja, das sind vielleicht die Geheimnisse, darf ich auch nicht mehr machen. Ja, aber das erklärt auch deine mangelnde Leistung am Latzug vielleicht. Boah, der war jetzt hart. Der war jetzt hart, ja. Das waren die Schüsse, vor denen ich gewarnt wurde. Spaß beiseite. Ich bin mentale Unterstützung. Genau. Go Leo, go Leo. Ich brauche einen eigenen Fanclub. Okay. Darf ich mich auf deins setzen? Bitte. Mit meinem nassen Arsch. Bitte. Du darfst mein Handtuch benutzen, wenn du einmal das Riechsalz benutzt. Ich habe meins selber dabei. Ja? Nicht nur Riechsalz, ich habe flüssiges Ammoniak dabei. Ah, dann hast du. Für Geldsparer. Dann hast du meinen Trick schon rausgefunden. Hast du es auch? Natürlich. Für 3 Euro das von Amazon? Nein, natürlich. Wir verstehen uns, Mann. Das dürfen wir aber nicht weiter ausführen, sonst verliert dann am Schluss noch irgendjemand sein Augenlicht.